einladen darf. Soll. Nein, natürlich nicht. Er muss. Nein, er muss natürlich nicht. Ist jetzt eure Sitzung. Ich bin jetzt Gast. Alter, aber voll das Chaos. Voll das Chaos. Ja, mega geil. Ich liebe Chaos. Nachtstau-Place. Ey, jetzt fängt's wieder an. Da ist das Geräusch wieder. The fuck? Hä? Das hört sich echt komisch an. Ich habe gerade mal den Screenfilm angemacht. Boah, nee. Das hört sich irgendwie aber nicht an, als wäre es aus dem Game. Ich check's echt nicht. Ich guck mal gerade, ob ich hier alle Sounds ausmache. Ich mache Dialogverstärkung zum Beispiel aus, Musiklautstärke. Na, Katrin. Kann ich sagen, dass es mein Headset ist? Ja, Riot Cola sind, ist die ganze Zeit auf Dauer senden. Dafür habe ich jetzt mein Spiel restartet. Wenn man auf Y drückt, dann sieht man das. Ach, im Game! Ja. Ja, pass mal. Sprachchat ausmachen. Dann. Oh, ich... oh. Danke für. Oh Mann. Ja, Leute, ihr seid hier für Skill und eine Eve, die sich echt auskennt. Also war das. Warum kann ich das jetzt nicht wieder lauter machen? Achso, ne. Geil, echt. Hammermäßig gut. Achso, so. Also war das. Genau, installier einfach GTA neu. GTA einfach neu installieren. Auf einmal ebenso über 60 GB runterladen. Nochmal ja. Neu. Warum hatte denn kein anderer diesen Soundkram? Ich hab's auch nicht. Weil die anderen den Sprachchat vielleicht schon vorher aus hatten? Ja. Gigi Anderson. So, jetzt muss ich erst wieder zu euch. Bleibt, wo ihr seid. Ich komme. Gemütlich, gemächlich. Ah, so. Also das mit der Straße wird mich ja stören. Ja, mich stört das auch total. Aber die einzige Option, das in den Griff zu kriegen, ist, glaube ich, das Spiel komplett neu zu installieren. Und da wollte mir eine sehr, sehr liebe Zuschauerin eigentlich ihre Hardcopy von GTA mal zuschicken. Damit ich es davon installieren kann und nicht neu runterladen muss. Aber ich habe es bis jetzt nicht hingebracht, ihr diese Postfachadresse zu geben. So, wo war das nochmal? Seid ihr auch alle wieder weg? Eine Option wäre es auch, wenn du auf Karneval bist, das zwischendurch das Spiel neu installieren. Ja, das kann ich auch machen, aber ich bin ja so weit weg von hier dann. Ich wollte gerade sagen, wie meinst du, sie nimmt ihren Rechner die 2 Wochen jetzt mit? Leider nein. Und auch Leute, die lassen den Rechner durchgehend laufen. Na gut, dann könnte man per Online-Zugriff Sachen machen, ja. Ja, ich könnte das auch manchmal, eine reicht ja eine Nacht. Oder wenn ich das abends anfange, dann ist das am nächsten Tag irgendwann im Laufe des Tages ja auch durch. Aber meistens lade ich dann nachts hoch und so, oder was weiß ich. So, was machen wir jetzt? Deswegen war ja die Option, wenn man beim Karneval ist, es da zu machen. Das ist kein schlechter Gedanke eigentlich. Ich möchte mal, ach so, mit dem Rennen, das ging ja nicht. Lass uns doch mal, beim letzten Mal war es so geil, wo wir so viel Sterne hatten, wo sie uns von allen Seiten kaschen wollten. So ein bisschen rumsnipern. Herausforderung, was? Erledige ja, das ist zwischendurch, da kommen immer Herausforderungen. Erledige die meisten Spieler so im... so und so viele Punkte ein oder... so und so viele Leute. Okay, ich steige jetzt einfach mal in diesen Hubschrauber hier ein. Beim Mattelmau. Ah, das ist der, ach, der Classic... Ach, guck mal da, bei Classic Man, da können 100 Leute rein. Wenn es reicht. 1 Million. Boah, ich finde das total cool. Die ganzen Leute hier. Oh, wenn wir alle in einem Team sind, das macht mich ganz selig. So. Komm, wir fliegen jetzt irgendwo hin und machen Terror. Guck mal, das Haus ist ja auch geil da. Ach, da gibt es einen Haze, glaube ich, ne, in dem Haus. Da unten. Auf das ich gerade so rumschieße. Was ich gerade markiere mit Patronenhülsen. Was ist das hier krasses, wo wir gerade drüber fliegen? Geil, das ist ein Labyrinth. Kleines, gut.
Was ist das für eine Institution? Alles klar. Bis später. Ciao. Nee, Revi kann nicht mitspielen. Alles klar. Ist noch jemand da? Ja. Ja. Okay. Ja. Oh, ich hätte jetzt Bock auf Chips, ihr auch? Nee. Eiskalt. Ich habe echt nur noch Schokolade im Angebot. Oh, ich hätte Bock auf diese Speckchips. Kennt ihr diese Speckchips? Ah, oh, diese Bacon-Flavor-Dinger. Oh, ja, geil. Was ist noch ein Hubschrauber? Ich habe leider schon meine vorhin schon aufgesucht. Das ist der Schatten. Nachos von Edeka. Lecker. Was von Edeka? Nachos. Nachos wäre auch gut. Xbox Nachos. Ey, du frecher kleiner Dude hier. Der immer so an uns hier vorbeifliegt. Der Hubschrauber übrigens sieht ganz schön cool aus, ne? Mit dieser Lackierung, mit dieser freshen. Frech, freshen Lackierung. Oh, da unten ist wieder die Straße. Nein, wir dürfen nicht auf diese Straße. Von der Straße, bleib von der Straße weg. Sie spiegelt sich im Boden von... Jetzt landet er auf der Straße. Hallo? Und ich laufe schnell weg. Wer weg, die blöde Straße ist wieder da. Ich schwimme jetzt zu der Yacht, ist mir egal, und fahre damit einfach rum. Man kann mit der Yacht nicht fahren. Ach, schade. Aber echt nicht? Nein. Da, ja, man kann damit fahren, aber es kostet dann 25.000 da Dollar. Und dann... Warum stehen jetzt hier zwei? Und warum haben wir 4 Sterne? Was ist denn überhaupt hier los? Und warum fährt mich jemand überhaupt mit seinem Quad? Oh. Wie Kai komplett in Flammen stand gerade, weil er über den Grill gelaufen ist. Ich steck mal lieber wieder in den Hubschrauber ein. Weil einfach sicher. Kommt alle da rein schnell. Hey, nehmt mich mit. Ich glaube, wir sind 4, wir sind schon voll. Ich wollte ja einen Sekt trinken, ne? Kann ich hier, wo ist der Sekt? Hier ist kein Sekt. Das ist der falsche Hilli. Oh Mann. da fragt gerade jemand im Chat, was mit der Straße ist. Ich weiß nicht. Hey, wer war das? Der Terror-Dad, ne? Das ist nicht so cool. Geh nicht mit mir an. Komm her, wenn du Boxkampf willst. Komm her, renn nicht weg. Jetzt bleib hier. Warum hast du eine Maske auf? Eine Maske auf? Die Straße ist komischerweise irgendwie, die hat so krasse Grafik-Bugs. Kommt so ein Hubschrauber aus dem Himmel geflogen. Alles klar. Ja, ich weiß auch nicht, was genau das ist. Es konnte mir bis jetzt noch keiner beantworten, was das genau für ein Problem ist und wie ich es lösen kann. So ein Minigame wäre jetzt nett, ne? So erledige die meisten Spieler. Wären gerade so schön viele da. Oh. Das war eben die Herausforderung. Erledige oh Gott, da Polizei! Die meisten Spieler im Nahkampf. Da waren halt keine in der Nähe dann, ne? So, lalala, lalala. Jetzt müssen wir, okay. Wir gegen die Polizei. Oh nein, ich Doofkopf. Warum denn? Ah, doof. Hi Babe, schreibt einer. Huhu. Oh, das ist die Straße, die böse. Man muss von der bösen Straße weg. Und Lani Forever. Ja, wir sind live. Ich frag grad zweimal, ist das live? Der Herr Pagel war übrigens Skiller 68. Ah, okay. Ich muss irgendwie... Was leuchtet da hinten? Ich will da nicht runter. Kann mich jetzt schnell jemand hier wegfahren von der Straße? Weißt du, es gibt einen Ort in diesem Scheißspiel, wo ich nicht sein kann. Das ist diese Straße da links. Und wo sind wir? Auf dieser Straße da links. Ach. Gute Nacht an alle, die jetzt schlafen gehen. Und hallo an alle, die jetzt gekommen sind. Und hallo an Döner, der gerade aus der Luft geflogen kam. Hey, nein, ich wollte ins Auto. Auto ist ein bisschen sicherer. Die Wettervorhersage für diese Nacht. Achtung, Döner fliegen tief. Von der Straße weg. Boah, das mit Kuh, das ist mir das... Oh, geil. Ich bin so dankbar, ne? Das erleichtert mein Leben. Guck
guck mal, wir fahren hier. Das Auto ist so minimalistisch. Das auch alles wurde abgesprengt, was man nicht essentiell braucht. Ja. Wir haben schon wieder einen Stern. Und ich weiß nicht, wo wir hinfahren genau. Wir fahren in die Militärbasis. Ich erinnere mal, ich glaube, wir haben einen Haze gespielt mit Fabian und Bina. Habt ihr den bei mir gesehen auf meinem YouTube-Kanal? Ja. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Ja, sauber. Das war auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das war auch sehr witzig. Gab es auch ein paar. Da habe ich doch einen, glaube ich, ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen so die Highlights zusammengeschnitten habe. Der Schlipperfüller rastet wieder komplett aus und hat sein Gehirn in den Keller gebracht und hat mir 15 Euro gespendet. Doppelpunkt, runde Klammer. Vielen Dank für deine Donation. Doppelpunkt, runde Klammer. Krass. Was ist los, ey? Heute das ist echt Wahnsinn. Und wir müssen die Polizei leider loswerden. Nicht leider. Mir tut das immer so leid, weil ich die Polizei mag. Ich kenne sehr viele Leute, die bei der Polizei arbeiten. Und deswegen fühle ich mich immer schlecht, wenn ich einen GTA-Polizisten abschieße. Alter, der Typ geht mir echt auf den Senkel. Wer denn? Was? Wer einer, wen? Einer, der mich andauernd killen will. Ey, der hört mal auf damit. Ist das einer, der hier im Team ist? Weiß es nicht, das ist dieser... Martello Mau 00. Ah, der Martelmau, der ist doch korrekt eigentlich. Warum machst du das, Martelmau? Lass das, Martelmau. Bist du korrekt? Aber ich muss mal sagen, ich meine, gut, auch wenn jetzt jemand da ein bisschen um sich schießt, ist wäre total chillig, ne? Obwohl wir jetzt so viele Leute sind, die sich eigentlich gar nicht kennen, finde ich das sehr, sehr cool und chillig, wie wir zusammen zocken. Da möchte jemand wissen, wer alles mit dir im TS ist. Das ist einmal die Sarah vom Mod-Team, dann der Don Nitro, dann ich, Keeks ist da, Classic Man, der King Niki, Sunny Cologne, Tribu LP und Sir Popcorn. Die meisten davon sind Zuschauer. Ja. Jo. Warum steigen wir jetzt hier genau aus? Ach so. Weil wir cool. Kann ich da jetzt der Wingman sein? Kann ich mitfliegen? Boah, wie cool. Nee, das ist nur ein Einsitzer, oder? Nee. Warte. Oh nein. Oh, Ich ist gestorben. Ich sage mal so, es kündigte sich an. So, ich nehme jetzt dieses Auto, egal wem es gehört. Es gehört nicht. Es gehört Night Smasher. Komm, seid doch mal großzügig, Night Smasher. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich bin mal weg. Dann mach's gut, Sunny. Schön, dass du da warst. Happy Karneval, Eve. Ja, Happy Karneval, genau. Wuhu. Jetzt setz ich den Hut gleich nochmal auf. Tschüss. Tschüss. Ich muss die Polizei erledigen und das Militär. Hörst, den habe ich gar nicht, den habe ich gar nicht getroffen und er fällt um. Okay. Guck mal, das ist einer im Passive Mode. Das tolerieren wir hier nicht. Passive Mode. Oh Gott, von wo werde ich angeschossen? Oh mein Gott. Ich habe kein Pisswasser dabei. Passiv-Mode, also Pussy-Mode. Pussy-Mode benutze ich auch sehr gern. Oh, scheiße! Was machen wir jetzt eigentlich? Ich würde gerne nochmal eine Runde Jet fliegen. Am liebsten wirklich halt Militärjet mit Wingman. So, Leute, wo seid ihr? Ach, da guck. Warte, wer ist das? Terror-Dad? Du machst doch einen vertrauensvollen Eindruck. Bleib doch mal bitte kurz stehen und warte auf mich, Terror-Dad. Terror-Dad, oder ich nehme auch Night Smasher. Hast du dein Auto jetzt aufgesperrt? Ach, der steigt aus, na gut. Dann Terror-Dad. Terror-Dad ist weitergefahren. Hallo! King... So. Bring me to the base, please. Ich möchte gerne Maverick und Gooseman spielen. Ich? Einsteigen. Bin ich nicht eingestiegen? Ach so, nee. Stehst. Scheinbar nicht. Ja, ich stehe hier in so einer Tanne. Habe ich das nicht gesehen. Der Tui sagt, er ist kurz AFK, ist gleich wieder da. Alles klar. Ich habe mal ein Auto gefunden. Was? Bitte? Ich habe mal ein Auto irgendwo rumstehen gefunden. Nice. Gehabt. Meins ist gar nicht am Stissel, glaube ich, ne? Nein, dein Stissel. Die böse Straße. Oh, weg von der Straße. Oh. Ist das wieder die? Ja, es ist wieder die Straße.
Es ist nicht so, dass es dann instant crasht oder so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es instant crasht, ist relativ hoch. Fahren wir da hinten hin. Das Problem ist halt, jetzt ist es nicht so, so schlimm, aber ich hatte das halt mal, dass es in einem Haste passiert ist. Das war nicht so gut. So, jetzt machen wir gleich noch... Achso, ich muss noch Musik anmachen, ne? Hier ist Self-Radio. Oh, oh. Ich muss gleich mal mein Lieblingslied von Circle of Alchemists anmachen. Yves, komm mal bitte zu der Yacht von Flori. Was? Wo ist denn die Yacht? Kann man im Pool liegen? Ah ja, das können wir nachher noch eine kleine eine Yachtkreuzfahrt machen. Yves, ich soll dir sagen, dass du süß bist. Ah, danke schön. Von wem? LP mit Bowspammer. Okay. Bowspam würde ich auch gern können. Das ist mein Lieblingslied.